Wisst ihr, ich habe darauf ja eigentlich auch keinen Bock. Die Essays waren nie gedacht als Activision Blizzard und Ubisoft Watch. Aber da GameStar und Co. weiterhin den Kopf in den Sand stecken und lieber über die ganzen tollen Call of Duty Updates berichten, kann ich halt nicht still sein und muss diese Thematik ansprechen. Denn es wird ja nicht besser, wenn wir weiterhin fettes Werbegeld von den Publishern kassieren und dafür brav die Fresse halten, wenn sie den nächsten Bullshit abziehen. Okay, mit wem fangen wir heute an? Kommt, Activision, Ubisoft war ja schon beim letzten Mal dran. Ihr kennt ja sicherlich Call of Duty, ist so eine Marke, die echt viel Geld macht. Davon gibt es ja das Fortnite-inspirierte Spin-off Warzone. Dieses Free-to-Play-Spiel macht 5,2 Millionen Dollar Gewinn jeden Tag. Wenn ein Spiel so erfolgreich ist, gibt es wirklich nur eine sinnvolle Sache, die man machen kann. Richtig, Leute entlassen. Denn die Quality Assurance Abteilung soll hart abgespeckt werden beim Warzone-Entwickler Raven. Nichts Neues für Activision. Schon als die 2019 Rekordumsätze hatten, war auch die logische Konsequenz, 800 Leute zu entlassen. Warum, fragt man sich da? Nun, Activision ist von Menschen geführt, die keine Ahnung von Videospielen, Kunst oder Menschlichkeit haben. Eigentlich ist die Firma eine reine Aktiengesellschaft und den CEOs geht es auch nur darum. Jedes Jahr muss das neue Rekordjahr sein. Und das geht am besten, indem man so viele Leute los wird, wie es nur geht und dabei dennoch den Laden irgendwie am Laufen hält. CEO von Activision, Bobby Kotick, eines der größten Arschlöcher, die man sich vorstellen kann, hat natürlich für seine harte Arbeit zuletzt einen 155 Millionen Dollar Bonus bekommen. Also zusätzlich zu seinem Millionengehalt. Ist ja nicht so, dass man mit dem Geld das Gehalt der Gekündigten über die nächsten 100 Jahre und mehr finanzieren könnte. Also nur mit dieser einen Bonuszahlung. Ziemlich bescheuert. Und wenn einem so Kapitalismus und Milliardäre egal sind, gab es noch mehr Neuigkeiten um Archibald Bobby. Diese ganzen Misshandlungen und sexuellen Übergriffe, die bei Activision mit Jahren passierten, ja, Bobby wusste davon, hat sich aber bewusst dazu entschieden, nichts zu tun. Vielleicht deswegen, weil er selbst beschuldigt wird, Frauen innerhalb und außerhalb der Arbeit misshandelt zu haben. Aber wisst ihr, was das absolut geilste ist? Was dieser nutzlose Haufen aus Fleisch und Knochen getan hat? Okay, haltet euch fest. Anfang des Jahres erhielten alle Activision Blizzard-Mitarbeiter eine Mail von Fran Townsend, damals Executive Sponsor vom Activision Blizzard Women Network, in der sie mitten in der Zeit der ganzen Misshandlungsvorwürfe gegen die Firma erzählte, wie dankbar sie ist, für eine Firma wie Activision arbeiten zu dürfen. Activision heute eine Firma mit guten Werten ist und als sie damals den hohen Rängen beigetreten ist, wusste, dass sie hier gut behandelt wird. Und dann gab es noch eine Auflistung von leeren Versprechungen. Und klar, alle Mitarbeiter, die diese Mail erhalten hatten, waren pisst. Richtig pisst. So pisst, dass Fran ihren Posten kurz darauf niedergelegt hatte. Ja, also diese Mail, die für so viel Empörung gesorgt hatte, die hat Bobby Kotick geschrieben. Nein, ernsthaft, hat er zugegeben. Er hat sie geschrieben und unter ihren Namen verschicken lassen. Höchstwahrscheinlich, weil sie eine der ganz wenigen weiblichen Executives der Firma ist. Heißt, er hat sich als eine andere Person ausgegeben, damit er geschützt ist und nicht unter Feuer gerät. Und als wäre das nicht genug, hat er kurz nach der Mail ein Statement abgegeben und gemeint, dass die Antworten der Firma bisher echt unsensibel waren. Und das sagte er, bevor er zugegeben hatte, diese Mail selbst geschrieben zu haben. Er hat also damit gesagt, dass die Mail, die er geschrieben hat, ziemlich unsensibel war. Was für ein verlogenes, dummes Arschloch. Passend für eine verlogene, beschissene Firma. Aber hey, was ist das? Ubisoft, Mensch, welch häufiger Gast. Und ihr habt wieder Mist gebaut. Wir reden jetzt über NFTs und ich werde sicherlich nochmal über NFTs in einem eigenen Video reden. Daher mache ich die Erklärung kurz. Ein NFT ist ein Non-Fungible Token oder einfach ein nicht ersetzbares Etwas. NFTs sind zum Beispiel Kryptowährungen, da sie in einer Blockchain existieren mit vielen dieser einzigartigen Tokens. Am einfachsten kann man sich vorstellen, dass ein NFT einfach eine sehr, sehr lange ID-Nummer ist. Sie sind an sich wertlos und grundsätzlich ein Pyramidensystem-Scam. Das sehen wir zum Beispiel aktuell im NFT-Art-Bereich, wo Leute hässliche Bilder und Animationen für angeblich sehr viel Geld verkaufen. Ich sage angeblich, denn es ist ein Pyramidensystem. Bedeutet, die ganz oben bekommen am meisten davon ab und die ganz unten am wenigsten. Ziel war es am Anfang, viel NFT-Art zu erstellen und den Stein ins Rollen zu bringen, indem ein paar NFTs für unfassbar viel Geld verkauft werden. Weil Newsseiten immer nur berichten und selten etwas in Frage stellen. Und weil so viele Webseiten davon dann berichteten, sahen es auch die Normalbürger als eine Investitionsmöglichkeit an und fingen an zu kaufen. Denn die Idee ist es immer, das Ganze teurer weiterzuverkaufen. Halt eine Investition. Und nun haben ganz viele Leute einen Haufen nutzloser NFTs abgekauft, in der Hoffnung, dass die irgendwer mal abkaufen wird. Und so sind die ganz oben in der Pyramide über Nacht Millionäre geworden. NFTs zeichnen sich aber darin aus, dass sie an sich wertlos sind. Wenn NFT-Art gekauft wird, dann kauft man nicht das Bild an sich oder wirklich die Rechte am Bild, sondern stattdessen einen Schlüssel für den Ort, wo ein Link existiert, der zu dem Bild führt. Und sollte mal der Server, auf dem das Bild gehostet wird, offline gehen,
ist der NFT offiziell nutzlos, weil der Link dann ins Leere führt. Wenn das jetzt alles super verwirrend und unlogisch klingt, dann habt ihr es verstanden. Seht es so, ein NFT ist an sich auch nur ein Crypto-Coin, nur eben dann mit einem Link dran geheftet. Und um Crypto-Coins zu generieren, wird so unfassbar viel Strom verbraucht. Also ernsthaft, so unfassbar viel Strom, das ist so eine der größten Gefahren für die Umwelt wurde in unserer Zeit. Was krass ist, weil das on top zu dem Müll kommt, den die Welt eh schon verbockt. Aber kommen wir wieder zum Punkt. Ubisoft bietet als erster großer Publisher Ingame-NFTs an. Yay! Kapitalismus kann jetzt auch dein bugverseuchtes und gameplayloses Müllspiel von Ubisoft beglücken. Wolltest du nicht schon immer ein Item in Ghost Recon haben, das einzigartig ist und dir gehört? Nein? Too bad, Waluigi Time. Wir dachten, der Steam Marketplace sei schon bekloppt, wo Leute Unsummen ausgeben für virtuelle Trading Cards, Emojis und Hüte in Team Fortress 2. Dann freut euch darauf, wie NFTs die Spiele der Zukunft ruinieren werden. Denn niemand, wirklich niemand, hat Vorteile durch NFTs, außer halt Ubisoft. Immerhin kassieren sie ja fleißig mit am Ende. Und sie sagen auch, dass ihre Blockchain gar nicht so schlimm für die Umwelt sei. Wisst ihr, was noch besser für die Umwelt ist? Die Scheiße gar nicht zu machen. Und geil wäre auch, die Leute nicht weiterhin zu verarschen mit fucking Microtransactions in Singleplayer-Spielen oder Trailern, die ein komplett anderes Spiel versprechen. Und ganz nebenbei, könntet ihr bitte aufhören, eure Mitarbeiter wie Scheiße zu behandeln? Ihr seid ja so gut darin, das Thema unter den Teppich zu kehren, indem ihr einfach neuen Müll fabriziert, der von anderen Müll ablenkt. Aber ernsthaft, hört auf? Aber ja, wie ihr seht, zwei Firmen, die echt hart darum kämpfen, die beschissenste zu sein. Und es gibt immer noch Gamer, die glauben, dass EA die alleinige schlimmste Firma sei. Das ist so Anfang 2000, geht mit der Zeit. Letztendlich muss jeder selbst entscheiden, welcher Firma er Geld geben möchte. Aber ganz ehrlich, ich bin so motiviert wie nie zuvor, mein Geld in die Entwicklern zu geben. Irgendwie ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass das Geld direkt bei den Entwicklern ankommt und nicht bei den CEOs, die Entwickler dann entlassen, weil ich denen zu viel Geld gegeben habe.